finde die 8 einfach ein ganz, ganz wunderbares Werk. Und wenn man diese unrealistischen Metronomangaben versucht zu befolgen, da kommen plötzlich Dinge durch, die unglaublich verrückt sind. Beethoven geht in die Natur, findet sich selber, besinnt sich selber, findet die Religion oder seine Religion in der Natur. Jetzt weg von Politik oder von Heldentum oder Menschsein. Die Vision einer idealen Welt, die Vision einer verbrüderten Menschheit, die Vision einer Religion.